Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Außerdem sind wir gerade krass auf dem Weg zu den 300.000 Abonnenten. Was zur Hölle? Ich glaube, es fehlen nicht mehr 4.000 Abos. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, dann scrollt gerne jetzt mal schnell runter und klickt auf Abonnieren. Jeden Morgen stelle ich euch hier den neuen Fortnite Shop vor. Es lohnt sich also wirklich, ein Abo dazu lassen. Und falls ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, könnt ihr das gerne auch jetzt mal schnell tun. Dann bekommt ihr morgens auch immer eine Benachrichtigung, was Neues im Fortnite Shop drin ist. Es lohnt sich also wirklich, hier die Glocke auch zu aktivieren. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum heutigen Fortnite-Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben und wir haben einen neuen Emote drin, den Tiefendab. Es gibt also einen weiteren neuen Dab-Emote. Dieses Mal 200 V-Bucks. Ich glaube, die anderen beiden sind 500? Ich glaube, ja. Ich glaube, die anderen beiden kosten 500. Fangen wir erstmal schnell auf der linken Seite an und zwar mit dem Splitterbruch. Das ist sogar eine animierte Lackierung. Die Animation ist leider nur relativ simpel. Also es leuchtet mal so ein bisschen hier auf. Ihr seht schon, da kommt mal dieses Muster und dann verblasst es wieder. Finde ich jetzt leider nicht so krass, deswegen habe ich mir die auch noch nicht geholt. Dann gibt es noch den Arcana-Gleiter, auch den finde ich eigentlich ganz schick designt, auch wenn ich sagen muss, dass ich 12 Euro dafür ein bisschen viel finde, denn ich glaube, den würde ich persönlich jetzt nicht so häufig spielen. Ich habe ziemlich viele Gleiter schon gekauft in Fortnite und habe halt so meine Standardgleiter, deswegen dachte ich mir, boah, der hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Und dann haben wir noch den Traumskin, den kann ich wirklich, wirklich empfehlen, also der hat mich dagegen aus den Socken gehauen, vor allen Dingen, weil er einen ultimativ geilen Backpack hat. So schaut er aus. Das sind so Schmetterlingsflügel, die so leuchten. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Also den kann ich absolut empfehlen. Und auch der Skin ist so animiert. Also für den Preis absolut Must-Have-Skin. Holt euch den, falls ihr den noch nicht habt. Dann haben wir noch den passenden Männchen-Skin drin. Oh, würde ich sagen, ist okay. Der kostet 3 Euro mehr, also 15 Euro. Und ich muss sagen, dafür finde ich ihn sogar vom persönlichen Geschmack her sogar ein bisschen schwächer als die weibliche Variante. Also ich würde mir wahrscheinlich eher den weiblichen holen persönlich. Dann haben wir noch die Astral-Axt für 1200 V-Bucks. Auch eine ziemlich riesige und mächtige Hacke mit diesem Sound. Oh, hört sich auf jeden Fall auch mächtig an. Der Preis ist natürlich auch ziemlich mächtig, wenn man so will. Ja, das war's dann schon zur linken Seite. Kommen wir dann jetzt zur rechten. Wie immer, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob ihr heute schafft, die 6000 Daumen nach oben zu knacken. 6000 Likes. Mal schauen, ob ihr das schafft. Und dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages und zwar zum neuen Emote. Er heißt Tiefer Dab und kostet 200 V-Bucks und wir schauen ihn uns direkt mal an. Und ja, man macht quasi einen tiefen Dab. Okay, der ist wirklich sehr tief. Er berührt auch mit dem Ellenbogen den Boden. Okay, es gibt noch so einen Sound dazu. Ja, also für den Preis finde ich es absolut okay. Die anderen Dabs kosten ja wie gesagt 500. Ich werde ihn mir auch direkt hier mal holen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher euer Lieblings-Dab ist. Also es gibt ja den unendlichen Dab, den normalen Dab und dann den tiefen Dab jetzt. Ich bin mal gespannt, ob noch weitere hinzukommen werden. Finde ich aber ganz lustig, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für den Preis ist es absolut okay. Dann, was zur Hölle? Warum ist das jetzt wieder hier? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Warum ist jetzt die Gaunerin auf einmal da oben und der tiefe Depp ist hier am Ende? Also irgendwas ist beim Fortnite-Shop immer hier merkwürdig. I don't know. Auf jeden Fall haben wir noch die Gaunerin. Wirklich, Leute, einer der absolut besten Skins in Fortnite. Aktuell würde ich sogar fast sagen, mein Main-Skin. Spiele ich richtig, richtig gern. Auch ohne den Backpack würde ich mir den auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir noch Cheerleading. Ja, für mich eher so ein 500 V-Bucks-Tanz. Ich finde den Preis halt ein bisschen teuer. Dann der Sternstab mit einem ziemlich coolen Effekt hier. Das leuchtet ziemlich krass. Genau, dann haben wir noch den Breakdance. Das ist halt ein 800 V-Bucks-Emote für mich. Ja, den finde ich cool. Dann haben wir noch das Papierflugzeug. Auch ein ziemlich cooler Gleiter. Heute generell ein ziemlich cooler Shop. Also viele coole Sachen. Und ja, dann haben wir wie immer noch, gerade eben schon vorgestellt, den tiefen Dab. Ich zeige ihn einfach nochmal. Genau, den tiefen Dab. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt gerne rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und wie gesagt, falls ihr hier in Zukunft keine neuen Sachen im Fortnite-Shop mehr verpassen wollt, einfach jetzt schnell ein Abo da lassen. Road to 300.000 Abonnenten. Also ja, scrollt gerne mal runter. Und falls ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, dann macht es jetzt schnell. Es lohnt sich wirklich, hier die Glocke anzuschalten, um hier keine neuen Skins mehr zu verpassen. Dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung, sobald der Shop hier online geht. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Tragt gerne schnell noch den Credit Code Soxy ein, wenn ihr mich supporten wollt, kostenlos. Und dann, ja, hören wir uns spätestens mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! What's going on YouTube? This is iTalk Fortnite, back again with another Item Shop video. Today is June 19th, 2019.
Hopefully you guys are doing wonderful today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. In today's other upload, I talk about how I don't like it when people buy skins and still run as a default skin. So definitely check out that video if you want. If you want to support me in the item shop today, make sure you use code ITALKFORTNITE. Wow, this is a strange looking shop, but Dream is back. Comes to the backlink Shattered Wing. I've had a lot of people ask me about this set coming back, and it's finally back. Shard Break, Wrap. There's barely any animation on this thing, but it's still pretty good. And the Arcana Glider is for sale. Oh, that's kind of awkward. Okay, Luminous is back with the Lunar Light and the Astral Axe. Why is that for sale? New emo deep dab. Oh my god. Alright. Can I see that again? One more time. That's terrible. Cheer up emotes back. I love that emote. So I guess the Arcana Glider Star One is for those that didn't watch the event and they can still buy it if they want. That's very interesting. I guess that makes sense though. The Breakin' emote is back. It's great. Paper Plane Glider. One of the best gliders in the game. Great to see that in daily. And the... Wait, what? Oh, and Rapscallion. What? Is back with the Burgle Bag. What? Wasn't Deep Dab on the top? Left? I don't know. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.